Ich bin gerade auf dem Weg zum Steuerberater. Danach gehe ich ins Training, muss dann Wäsche waschen und Wäsche aufhängen. Und dann ist heute ein Blogger-Treffen hier in Dresden. Da nehme ich euch natürlich mit. Beim Steuerberater bin ich jetzt ganz schnell durch gewesen. Ich war jetzt, glaube ich, nicht mal eine Viertelstunde drin. Ach, ich liebe meinen Steuerberater. Und jetzt geht's ins Training. Training ist fertig. Ich war im Aldi und habe mir was zu essen geholt. Jetzt muss ich Wäsche aufhängen. Wäsche ist aufgehängt. Jetzt geht's Mittag. So, mit ziemlicher Verspätung bin ich jetzt auf dem Weg zum Blogger-Treffen. Ich habe es zum Arbeitsplatz geschafft und jetzt muss ich noch den Eingang finden. Ich bin ungefähr 35 Minuten zu spät. Peinlich. Ich habe es jetzt zum Event geschafft. Ich höre, dass es ziemlich laut ist und ziemlich viele Blogger da. Vielleicht nochmal kurz zum Event. Das Ganze nennt sich Plot und das haben Melanie und Matthew. Ich eben die sächsischen Blogger ein bisschen mehr connecten, was ich mega cool finde, weil ich zum Beispiel gar keine anderen kenne. Ich hoffe, das werde ich heute ändern. Dort bin ich in einem Dorf geboren und ich habe das Glück gehabt, in eine Stadt zu ziehen, wo ich mein Abi gemacht habe. Yummy! Hier haben wir noch Obst und pochierte Eier und eine Franzi und lecker Frühstück. Wir gehen Kaffee trinken und zwar gehen wir in ein neues Café. Das heißt Felix, kennen wir noch nicht. Wir sind sehr gespannt. Okay Leute, kleiner Fail. Es ist zwar super schön hier, aber es gibt erst ab 17 Uhr Essen, also müssen wir leider wieder gehen. Entschuldigt bitte das Trommeln. Hier ist heute so ein Frauenlauf, deswegen wird hier heftig getrommelt, gerade das Leise. Also, mein Papa macht heute einen Ballon, was ich mit meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt habe. Und da bringen wir ihn gerade hin und beobachten wir das ganze Spektakel.